Ja, hallihallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und ich stehe hier am Einstieg in die Kletterpassage vom Hanselsteig an der Hohen Wand in Niederösterreich. Das Wetter ist einfach traumhaft schön. Es ist Freitag, der 13. April 2018 und es war gestern schon urschön. Wir hatten gestern das erste Mal in diesem Jahr über 25 Grad, also quasi den ersten Sommertag. Und heute auch wieder super schöner blauer Himmel mit relativ wenig Wolken. Es ist auch schon wieder ziemlich warm. Man spürt die Sonne ziemlich stark. Überhaupt da mit dieser Südostexposition, die diese Wand hier hat. Aber das macht nichts. Wir haben hier einen Klettersteig von ca. 200 Höhenmetern vor uns, teilweise mit Seilversicherung, so wie hier am Einstieg, teilweise später dann über Leitern gesichert und teilweise auch über einzelne Sprossen, die in die Wand montiert sind, einzelne Stifte. Ja, und ihr seht, ich habe meine ganze Klettermontur schon an. Ich bin mit dem Zeug schon hier hochgegangen, weil ich erstens nicht wusste, wie hier der Platz aussieht und zweitens eigentlich das ganze Kletterzeug nicht wirklich im Rucksack tragen wollte. Und ja, mir fehlt jetzt noch mein Helm, der ist noch hinten am Rucksack, wie ihr sehen könnt. Und die Handschuhe sind da auch noch mit drin. Das hole ich mir jetzt noch raus. Ja, dann würde ich sagen, geht's da hoch am Hanselsteig. Thank you.
Ja, ich bin jetzt mittlerweile an der Abzweigung zur Bründelries angekommen. Über die werde ich jetzt wieder nach unten gehen, beziehungsweise durch die Riese eigentlich. Und ja, da wird es jetzt wieder ganz schön heftig runtergehen. Der Anstieg hinten über den Hanslsteig war ja schon relativ gewaltig. Darunter soll es jetzt nicht ganz so steil sein, aber es wird trotzdem heftig runtergehen. Was wahrscheinlich wieder ziemlich anstrengend für meine Knie werden wird, aber ja mei, was tut man nicht alles für euch? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie es da runter geht, aber das ist echt ziemlich heftig. Und ja, wie gesagt, also ich nehme das quasi jetzt im Laufschritt, mache also quasi einen auf Trailrunning, einfach deswegen, um mein Knie ein bisschen zu schonen, weil ich halt das Problem habe, wenn ich bergab viel bremsen muss, dann geht mir das extremstens auf die Knie. Und ich habe dann tagelang Schmerzen, vor allem im rechten Knie. Und wenn ich das Ganze laufend mache, dann ist das zumindest für mich eine ziemliche Entlastung für das Knie, weil ich eben nicht ständig bremsen muss. Und dadurch, ja, schmerzt dann das Knie einfach deutlich weniger bis fast gar nicht. Und deswegen bin ich da jetzt im Laufschritt unterwegs, aber dadurch, dass das so extrem steil runtergeht, ist natürlich auch das verdammt anstrengend. Ja, ich bin jetzt wieder ziemlich weit herunten, habe also die meisten Höhenmeter jetzt hinter mich gebracht. Jetzt geht die Bründelries nur mehr relativ sachte dahin, relativ eben, zumindest jetzt gerade im Moment, mal schauen, wie es weitergeht. Aber ihr seht es da hinter mir, geht es ganz schön hoch. Das habe ich jetzt alles an Höhenmetern schon überwunden und ja, jetzt geht es dann mal weiter wieder runter in Richtung Tal.
Ja, meine Tour neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Ich bin schon wieder fast zurück beim Auto. Die Gründelries habe ich jetzt relativ flott hinter mich gebracht, also sicherlich schneller als die angegebene Dreiviertelstunde. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und in dem Sinne hoffe ich, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt alles Gute, viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.